Ja, ganz vielen Dank, Herr Brandstetter. So, ich gebe mir jetzt erstmal Mühe, dass wir hier die Präsentation geteilt bekommen, aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, so der Unsatz des Jahres, können Sie das jetzt schon sehen? Aber sieht so aus, als ob es funktioniert, oder? Wunderbar. Sehr gut, prima. Ja, vielen Dank, Herr Brandstätter, für die nette Einleitung. Ich wurde angehalten, mich etwas kurz zu fassen, was mir ehrlich gesagt gar nicht so leicht fällt. Ich will Sie auch nicht lange langweilen mit irgendwelchen Informationen über uns. Nur ganz kurz, mein Name ist Philipp Riedel, ich bin der Geschäftsführer von Avantgarde Experts. Im Prinzip sind wir der Personaldienstleister für moderne Arbeitsrollen. Also moderne Arbeitsrollen sind unser Business. Wir vermitteln IT-Spezialisten, Digitalisierungsspezialisten, auch Ingenieure, Marketing-Experten und so weiter und so fort, zu ungefähr 1.500 bis 2.000 im Jahr an Konzerne, Mittelständler und Startups. Das heißt, falls Sie mal irgendwie Probleme haben, eine Expertenstelle zu besetzen, sprechen Sie mich gerne an. Wir machen auch nicht nur eine reine Vermittlung, das ist gar nicht unser Business, sondern ich diskutiere auch gerne in Kreisen mit Ihnen mal darüber, wen Sie genau suchen oder was Sie genau suchen, weil das ist häufig eigentlich aus unserer Erfahrung in Beratungsprojekten oft das eigentliche Problem, dass es gar nicht so schwer ist, dann zum Schluss die richtige Person zu finden, aber dass man sich sehr viel mehr Gedanken darüber machen muss, wie muss die Person, die ich suche, denn eigentlich sein? Genau, so viel zum Vorgeplänkel. Jetzt steigen wir mal direkt ins Thema ein. Und ich möchte es ein bisschen alternativ heute machen. Am 1.9.2005 hatte ich persönlich den ersten Arbeitstag in meinem Leben in einer echten Firma. Ich war damals ja blutjunge 20 Jahre alt und hatte überhaupt keine Ahnung, was mich tatsächlich bei BMW in meinem ersten Praktikum erwartet. Und jetzt werden einige von Ihnen sagen, naja, 2005, das ist doch gar nicht so lange her. Kleiner Rückblick. Der Kollege hier, der war damals in seinem letzten Kanzlerjahr, daneben sein Außenminister Joschka Fischer, auch in seinem letzten Jahr. Und für die Jüngeren unter Ihnen, ja, es gab tatsächlich auch mal einen Kanzler vor Angela Merkel. Hier sieht man Dubai, Wüste. So sah Dubai damals aus. Heute, wenn man das vergleicht, ist Dubai so der Inbegriff der Megacity. Also in Dubai und vergleichbaren Städten kommen alle Megatrends der Neuzeit zusammen. Globalisierung, Urbanisierung, eine grenzenlose Mobilität und vieles, 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 vieles mehr. Jetzt fragen sich natürlich, okay, warum erzählt er denn das alles? Mein erster Chef 2005, damals bei BMW, war ein 58-jähriger gestandener Manager, so wie man sich den vorstellt. Großgewachsen, kleiner Bauch, eine schöne Krawatte, immer akkurat gebunden. Und Andreas, wie ich ihn heute 15 Jahre später nennen darf, hat damals an meinem ersten Arbeitstag zu mir gesagt: Philipp, du bist montags 8 Uhr pünktlich an deinem Arbeitsplatz. Freitags kannst du ausnahmsweise mal 16:30 Uhr gehen, weil du bist ja noch Praktikant. Ja, und dann gehörte ich die ersten 6 Arbeitsmonate meines Lebens mehr oder weniger komplett ihm. Ich habe dann später in meinem Studium und auch freiberuflich internationale Presseveranstaltungen für BMW gemacht und treffe Andreas auch heute noch ein, zwei Mal im Jahr. Der ist mittlerweile in Rente und genießt da sein Leben zu Hause. Und wenn ich dem heute erzähle, dass wir in der Arbeit Yoga machen, dass der Bierzapfhahn täglich ab 16 Uhr bei uns geöffnet ist und dass jeder seinen Arbeitsplatz und Arbeitsort ganz frei wählen kann und da Teams irgendwie interdisziplinär zusammenarbeiten, damit wir im Jahr über 2000 Experten an unsere Kunden vermitteln, dann haut's den da manchmal schon regelrecht vom Stuhl. Denn seine Arbeitswelt, die sah damals ungefähr so aus. Das ist übrigens der übermächtige Vierzylinder. Wer kennt ihn nicht hier in München? Ich muss zugeben, das Bild stammt jetzt nicht aus 2005, aber es zeigt ganz gut den Kontrast, wie die Arbeitswelt in seiner Zeit damals eben so ausgeschaut hat. Heute sieht unsere Arbeitswelt vielerorts dann eher so aus. New Work ist ein weiterer Megatrend unserer Zeit, mit dem ich mich eben jetzt auch schon seit über 12 Jahren beschäftige. Und ich möchte mit Ihnen kurz einen Ausflug in die Begrifflichkeiten machen. Megatrends sind eben nicht so kurzfristige, sagen wir mal, Modeerscheinungen, sondern Megatrends sind komplexe, langfristige Wandlungsprozesse. Die haben also eine Halbwertszeit von mal mindestens 50 Jahre. Also wir beschäftigen uns seit
naja, 20, 30 Jahren mal mindestens schon mit dem Thema New Work und werden uns auch noch die nächsten 20, 30 Jahre damit beschäftigen. Megatrends betreffen auch alle Lebensbereiche und sie treten weltweit auf, wenn auch vielleicht in verschiedenen Zeiten, aber sie treten weltweit auf. Und sie haben eine Komplexität, die kaum jemand durchblicken kann. Ja, und jetzt haben wir nur diesen New Work Trend und Mitarbeiter haben auf einmal nicht nur eine Meinung, sondern wir akzeptieren und fördern diese Meinung auf einmal ganz aktiv. Jetzt besteht ja unser Leben schon ganz automatisch aus ständigen Konflikten. Und Kontroverse hilft ja auch, Innovationen voranzutreiben und unsere Unternehmen weiterzuentwickeln. Das heißt, Konflikte sind zwar so ein negativ besetztes Wort, aber haben ja total viel Positives. Gerade in den letzten Jahren und besonders im letzten Jahr stelle ich mir aber immer wieder häufiger die Frage, wie verhalten wir uns denn eigentlich gegenüber Mitarbeitern, die überhaupt nicht mehr in unser Denkraster fallen und die vielleicht auch mit ihrer privaten Meinung dem Unternehmen unter Umständen sogar schaden könnten. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch ernsthaft fragen, ob wir überhaupt eine Arbeitswelt haben wollen, weil New Work besteht ja auch aus einem Wunsch, wie die Zukunft aussehen möchte. Ne? Also es ist ja nicht von Gott gegeben, wie sich unsere Arbeitswelt entwickelt, sondern wir haben ja die Möglichkeit, sie aktiv zu gestalten. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, ob wir überhaupt eine Arbeitswelt haben wollen, in der jeder mitreden kann und in der nur noch die Gruppe die Entscheidungen trifft. Am Ende also die Frage, müssen wir es aushalten im Sinne von New Work oder müssen wir gerade jetzt auch als Leader und als Gesellschaft insgesamt Haltung und klare Kante gegenüber Meinungen zeigen? Und ich möchte jetzt in den nächsten so, naja, 10, 15 Minuten, die wir noch haben, kurz mit Ihnen noch abtauchen in die großen Überschriften unserer heutigen Arbeitswelt und am Ende vielleicht auch noch einen kurzen, naja, Ausblick oder mal kurz zusammen in die Abgründe unserer heutigen Zeit schauen. Und da beginnen wir mal mit einem Thema, das auch allgegenwärtig ist, nämlich das Thema Purpose. Die Welt verlangt nach Sinn und Zweck der Arbeit. Und für den überwiegenden Teil der Menschen, und das ist das Wichtige, ist Arbeit eben nicht mehr alleine Geld verdienen, sondern sie wünschen sich tatsächlich einen tieferen Sinn in ihrem Handeln. Es gibt dazu unzählige Studien, die können wir jetzt auch zusammen durchgehen, aber das langweilt Sie. Eine Zahl ist aber wichtig. Man kann grob sagen, dass etwa 95% der arbeitenden Bevölkerung im deutschsprachigen Raum es als wichtig erachten, dass Unternehmen sich selbst durch eine Daseinsberechtigung definieren. Also fast alle Mitarbeiter sagen, ja, also ihr müsst schon mal sagen, warum ihr denn überhaupt ein Unternehmen in dieser Welt seid. Und noch eine zweite Zahl, die Arbeitgeberattraktivität steigt um über 60%, wenn ein Unternehmen einen tieferen gesellschaftlichen Sinn transportiert. Und transportieren heißt gar nicht mal unbedingt, dass man ihn wirklich haben muss, sondern man muss ihn vor allem erstmal transportieren. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Später ist natürlich Glaubwürdigkeit das, was immer überwiegt. Aber am Anfang muss man auch erstmal schauen, ja, welchen Sinn habe ich überhaupt und wie kann ich denn den nach außen und nach innen auch transportieren? Wie machen Unternehmen das? Oft in sogenannten Vision Statements. Ich will jetzt bloß mal ein paar einzelne zeigen. IKEA, to create a better everyday life for the many people. Ja, ein ziemlich bekannter. Den hier finde ich auch ganz gut. Wikipedia, stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Und dann noch ein etwas älterer, den gibt es heute nicht mehr. Ich finde ihn aber immer noch sehr passend. Mir gefällt er immer noch gut. Microsoft, a personal computer in every home running Microsoft Software. So, und jetzt habe ich in verschiedenen Projekten bei Konzernen und auch vor allem bei vielen jungen Unicorns es oft erlebt, wie gerade im Onboarding, also in den ersten Monaten, Mitarbeitern diese Statements und auch die ganze Vision ringsherum eingehämmert wurde, sodass sie das im Schlaf auswendig können. Aber, und jetzt das große Aber, im Mittelstand kann nur jeder Zweite den Zweck und die Vision des eigenen Unternehmens wirklich wiedergeben. Also da ist noch sehr, sehr viel Möglichkeit, auch Mitarbeiter zu binden oder neue Mitarbeiter auch für sich zu gewinnen. Und ich möchte dazwischen, es passt jetzt hier eigentlich ganz gut dazwischen, auch noch mal einen Satz sagen, egal ob uns das gefällt, also mir geht es ja als Geschäftsführer bei uns 200 Mitarbeiter genauso, bei 250 Mitarbeiter genauso, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen, ob wir das gut finden oder ob wir das nicht gut finden, spielt überhaupt keine Rolle.
Wir arbeiten mit Generationen zusammen und wir arbeiten in einer Arbeitswelt, in der wir uns auf diese Dinge einfach einlassen müssen. Und dann kommen wir direkt zum zweiten großen Thema. Jim Collins, einer der wohl wichtigsten US-amerikanischen Management-Experten, drückt so aus: It's very difficult to have a meaningful life without meaningful work. Und da sind wir gleich direkt auch beim zweiten großen Thema unserer heutigen Arbeitswelt, bei einem zweiten großen Thema, Meaningful Work. Mitarbeiter, die ihre eigene Tätigkeit als sinnvoll oder als wertvoll einordnen können, die denken zu 70% weniger über einen Jobwechsel nach. Und noch ein anderer Wert, die durchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit, die steigt bei Mitarbeitern, die so empfinden, um fast ein Jahr. Und jetzt denkt man, na gut, ein Jahr hin oder her, das ist ja jetzt keine große Zahl. Wenn man aber weiß, dass in Deutschland die durchschnittliche Zugehörigkeit zu einem Unternehmen oder zum gleichen Betrieb weniger als 10 Jahre ist und in den jungen Generationen noch viel kürzer, dann ist ein Jahr schon großer Zugewinn, weil sie wissen alle in ihren eigenen Unternehmen, was es kostet. Und zwar nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit, Innovation, Knowledge etc., wenn man den Mitarbeiter verliert. Und wenn man die Chance hätte, ihn ein Jahr länger zu halten, dann würde man dafür wahrscheinlich sehr viel geben. Und unter anderem trägt eben auch das Thema Meaningful Work sehr stark dazu bei. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum eigenen Thema, unterschiedliche Meinungen. Auch private Einstellungen finden automatisch in dieser eben modernen Arbeitswelt immer mehr Platz. Ne? Unsere Arbeitswelt ist ja auch immer ein Stück weit ein Abbild der Gesellschaft und so kommen Meinungen einfach auch ins Büro. Und gerade da wir ja jetzt auch ein neues Führungsverständnis und andere Arbeitsorganisationen ganz bewusst einführen, spielt eben auch Diskussion und Diversität auf einmal eine Rolle. Jetzt kommen wir aber eben in all diesem Umfeld gar nicht um Extremfälle herum. Ne? Und eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt diese Extremfälle oder diese Extremmeinungen aus meiner Sicht ganz gut. Knapp ein Drittel aller Deutschen, fand ich super interessant, haben einen Hang zu Verschwörungstheorien. Und sagt man erstmal, naja gut, sagt man halt so schnell daher. Jetzt aber ganz interessant, das Zitat: Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern, halten immerhin 11% der Deutschen für richtig und 19% der Deutschen für wahrscheinlich richtig. Unweigerlich stellen sich für mich erstmal zwei Fragen. Wo kommt eine Meinung denn grundsätzlich her? Und wie viel davon wollen wir im beruflichen Umfeld denn wirklich haben? Und da empfehle ich einen Professor sehr, und zwar Professor Daniel Kahnemann. Das ist er hier übrigens nicht. Zu dem komme ich gleich noch. Professor Kahnemann schaut anders aus. Er ist nämlich einer der berühmtesten Forscher auf dem Gebiet der Meinungsbildung. Und er argumentiert im Wesentlichen mit, naja, zwei Grundaussagen. Die erste Grundaussage: Wir glauben, was wir glauben, nicht wegen unserer Argumente, sondern oft, weil uns jemand überzeugt hat. Also die Grundaussage, Überzeugung ist wichtiger als die eigenen Argumente. Und zweiter Satz dazu oder zweite Grundaussage, wir tendieren dazu, die Meinung der Gruppe anzunehmen. Und ich will jetzt das ganze Thema Meinungsbildung und sowas gar nicht weiter vertiefen, weil das wäre ein ganz eigenes Thema. Die Grundaussagen von Kahnemann sind aber deshalb besonders interessant, weil sich eben gerade daraus so Gruppendynamiken entwickeln, wie zum Beispiel, und das sehen wir eben hier, Generationenkonflikte. Das heißt, junge Generationen sind politisch sehr viel aktiver und finden natürlich heute auch wahnsinnig viele Kommunikationskanäle, um ihre Ansichten nach außen zu tragen. Und daraus sind ganz, ganz große und ganz wertvolle Bewegungen auch weltweit entstanden. Also von Fridays for Future über die ganze Diversity-Diskussion, Klimakrise bis hin zu Black Lives Matters. Viele davon sind auch durch eine junge, aktive Generation überhaupt zu einer weltweiten Bewegung erst gewonnen. Und gerade durch Corona und den, naja, wie man es immer sagt, Schutz der Alten, so war es ja lange Zeit, oder das war lange Zeit das Thema, entwickelt sich eben teilweise ein noch größerer Konflikt. Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, meine Elterngeneration gehört zu den sogenannten Babyboomern, also die gehen so in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwann mal in Rente. Und die sind total gesund und werden sehr, sehr lang leben. Der Konflikt nimmt also immer weiter zu, weil diese Generation
wird jemand finanzieren müssen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Rente, und die haben mehr als verdient, eine gute Rente zu bekommen. Aber es gibt halt immer weniger jüngere Generationen, die diese ältere Generation finanzieren müssen. Es geht aber auch um Betreuung, es geht um Pflege, es geht um familiäres Umfeld, es geht eben auch darum, dass sich junge Generationen viel stärker selbst verwirklichen wollen. Da passt also auch das Betreuen der Eltern und Großeltern gar nicht so gut ins Konzept häufiger. Und damit müssen wir uns in den nächsten Jahren selbstverständlich massiv beschäftigen. Verschiedene Meinungen in Unternehmen haben aber natürlich auch eine Vielzahl an positiven Effekten. Viele unterschiedliche Meinungen führen zu Diskussionen. Und das steigert immer Kreativität und Austausch. Und viele von unterschiedlichen Meinungen gehen eben oft auch mit dem Wort Diversity einher. Und das Wort Diversity wird immer noch, naja, vielerorts belächelt oder teilweise auch ein bisschen falsch interpretiert, ist übrigens auch ein sogenanntes Megatrend-Thema und meint nichts anderes, als dass es eine Vielzahl an Meinungen, Altersgruppen, Geschlechter, Herkunftsländern etc. an Unternehmen geben muss. Knapp 80% der Deutschen, wieder eine große Zahl, wünscht sich, dass ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit für Diversity Stellung bezieht. 80%, das heißt, in ihrem Unternehmen sagen 8 von 10 Mitarbeitern: Liebes Unternehmen, bezieh doch mal Stellung zu dem Thema. Eine große McKinsey-Studie sagt, dass Diversität und Meinungsvielfalt Unternehmen immer erfolgreicher macht. Und das ist das erste Mal im letzten Jahr, dass die Studie das sagt. Vorher hieß es immer, naja, es gibt schon manche Gruppen in Unternehmen, da ist es besser, wenn die auch eher homogen arbeiten, Produktion beispielsweise etc. Also da macht es dann manchmal gar keinen Sinn, dass früh im Kreis diskutiert wird, wer jetzt heute die Schraube ins richtige Loch dreht. Aber McKinsey sagt das erste Mal in seiner Studie oder in ihrer Studie, Diversität und Meinungsvielfalt macht Unternehmen immer erfolgreicher. Ja, und jetzt wäre das ja alles super, wenn das alles so reibungslos ablaufen würde. Wo es Meinungen gibt, gibt es aber eben auch Meinungsverschiedenheiten und Konflikte. Und da kommen wir zur sogenannten Klimakrise im Büro. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es wärmer wird im Büro, sondern dass es hitzig zugeht. Gründe für Konflikte sind nämlich vor allem Kommunikationsprobleme. Da gibt es auch 1000 Studien, aber Sie können so ungefähr davon ausgehen, ein Drittel aller Konflikte entstehen durch Kommunikationsprobleme. Das zweite Drittel entsteht durch Stress, gestresste Mitarbeiter, überlastete Mitarbeiter. Und der dritte Grund für Konflikte ist eine schlechte Arbeitsorganisation. Diese drei Dinge, Kommunikation, Stress, schlechte Arbeitsorganisation, sind verantwortlich für fast alle Konflikte, negativ belastete Konflikte, die wir in der Arbeit haben. Und da kommen wir ursächlich ganz schnell wieder zu den Themen, von denen ich gerade schon gesprochen habe: Führung und Generationskonflikten, vor allem Führungskonflikte, individuelle Verhaltensweisen, unter anderem eben auch sowas wie fehlende Motivation oder fehlenden Respekt füreinander. Und dann eben ganz häufig, vor allem in der letzten Zeit, auch häufiger zu unterschiedlichen Weltbildern. Und mit dem Thema unterschiedliche Weltbilder will ich auch so ein bisschen abschließen. Es ist ja alles schön und gut, dass Mitarbeiter sich entfalten können und dass es da auch mal zu Konflikten kommen kann. Aber was passiert denn, wenn Sie einen oder mehrere Ihrer Mitarbeiter hier zum Beispiel sehen? Oder wenn Sie da einen Kollegen im Fernsehen sehen? Ist es privat? Schadet das nicht vielleicht auch unmittelbar dem Ansehen meines eigenen Unternehmens? Also was tue ich denn? Was tue ich denn, wenn der ein T-Shirt anhat, wo vielleicht Daimler draufsteht, wo vielleicht BMW draufsteht, wo vielleicht Webasto draufsteht oder wo vielleicht Avantgarde Experts draufsteht? Wir werden uns mit diesen Themen beschäftigen müssen. Und das ist jetzt natürlich hier ein totaler Extremfall. Also ich denke mal, die werden keinen Namen von ihrem Arbeitgeber irgendwo stehen haben. Aber wenn man jetzt sieht, wie damals das Reichstagsgebäude beispielsweise da, naja, gestürmt in Anführungsstrichen wurde oder wie viel es auch aktuell verschiedene Kundgebungen gibt etc., wo es auch extrem zugeht, wo es auch teilweise gewaltvoll zugeht, da muss man sich schon Gedanken darüber machen, ist denn da nicht vielleicht auch mal jemand aus meinem Unternehmen dabei? Und die Antwort ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, da wird auch mal jemand dabei sein aus dem eigenen Unternehmen. Und ich möchte Ihnen zum Abschied oder zum Abschluss noch drei Zitate vorlesen. Und fällt mir gar nicht so einfach, aber
Fällt mir gar nicht so leicht, aber es sind drei Zitate, die Sie mal gehört haben müssen. Zitat Nummer eins. Also für diese abartigen Worte vom Verbrecher Gabriel gehört dieser standrechtlich erschossen. Dieser Assi ist weitaus schlimmer als die Nazis. Zitat Nummer zwei. Merkel muss öffentlich gesteinigt werden. Zitat Nummer drei. Jens Spahn soll sich in seine Homo-Orgien zurückziehen, anstatt dem Volk vorzuschreiben, dass sie zu Hause bleiben sollen. Fällt mir schwer, das vorzulesen. Drei von unzähligen Zitaten, bei denen es schon wehtut, sie überhaupt in den Mund zu nehmen. Es sind drei Zitate, die stehen auch sinnbildlich für eine Welle von totaler digitaler Entgleisung. Deswegen auch das Bild im Hintergrund. Bei den Äußerungen handelt es sich um Facebook-Einträge. Und jetzt kommt's, die sind öffentlich zugänglich gewesen und für alle sichtbar gepostet. Also nicht irgendwie in einer geheimen Gruppe und unter einem Synonym oder sowas. Öffentlich zugänglich und für alle sichtbar gepostet. Und wenn ich so etwas lese, stelle ich mir schon unweigerlich die Frage, wer sowas denn überhaupt schreibt. Man denkt ja sofort erstmal an irgendwie den Arbeitslosen, von der Gesellschaft abgehängten Menschen aus einer vielleicht unteren Bildungsschicht. Aber weit gefehlt. Die Verfasser von diesen drei Sätzen wurden mit jeweils 1.500 bis 3.000 € Geldstrafe verurteilt. Ein Diplomkaufmann, eine Ärztin und ein Teamleiter einer großen Bank. Öffentlich, für alle zugänglich und im eigenen Namen. Und ich möchte dann so ein bisschen vielleicht auch mit der Frage in die Runde abschließen. Was würden Sie denn mit Mitarbeitern tun, die das irgendwo posten? Und damit vielen Dank. Ganz am Ende, ganz kurz noch, falls Sie sich für das Thema Meinungskultur in Unternehmen etwas tiefgründiger interessieren, dann empfehle ich Ihnen unsere neue Podcast-Folge, die sich nämlich genau mit dieser Klimakrise im Büro beschäftigt. Das ist ein Podcast, der heißt Expertenliga, so arbeitet die Zukunft. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mache ich mit einer ganz, ganz tollen HR-Leiterin aus Stuttgart von einer großen Agentur. Da haben wir so Experten auch wie Professor Gröner dabei oder Markus Reif. Findet man, wie gesagt, überall, wo es Podcasts gibt und beantwortet vielleicht auch die ein oder andere Frage, wie man mit dem Thema Klimakrise im Büro denn heute so umgehen kann. Ja, und dann sage ich am Ende vielen Dank und freue mich auf Ihre Fragen.